Hallo, jeder, der auch nur ein Minimum an Zeit in Destinys PvP verbracht hat, hat gefühlt so etwas schon mal gesehen. Ein Stormcaller, der scheinbar im Alleingang ein ganzes Team ausrottet und einfach nicht enden will. Was bleibt, ist ein einprägsamer Eindruck. Zumindest ein Gefühl des Respekts, wenn nicht in Zukunft ein Gefühl der blanken Angst. Wenn in einer kritischen Situation, beispielsweise in Trials, man das zwischen der Aktivierung des Sturms hört. Und was das anbelangt, hat sich Entwickler Bungie ja größte Mühe gegeben, damit man bloß von den gefährlichsten Supers im Spiel, Hammer Titan und Stormcaller, die Aktivierung am besten über die ganze Map hört, so laut wie sie ist. Damit auch der letzte Noob weiß, was auf ihn zukommt. Noch dazu ist es für neue Spieler sehr schwierig, einen Sturm oder Hammer zu kontern. Selbst für erfahrene Spieler ist es immer mit großem Risiko verbunden. Anders gesagt, in diesem Video geht es um Supers und den Umstand, dass sehr viele Leute durch solch einprägsame Ereignisse Angst vor ihnen haben. Und ich werde außerdem erklären, wie man sich diese Angst taktisch in kritischen Situationen in Trials zunutze machen kann, um beispielsweise Teammates zu reviven oder kurz eine sehr gute Map-Kontrolle gegen das Gegnerteam durchzusetzen. Fangen wir also jetzt mit Trials an. Ich hatte nämlich letztes Wochenende eine sehr interessante Situation, als ich gegen ein sehr kompetentes Gegnerteam gespielt habe. Und die möchte ich jetzt mal als Kern und Aufhänger dieses Videos benutzen. Das Gegnerteam war sehr defensiv. Sie haben sich allgemein weit hinten gehalten und das macht es sehr schwer, sie zu pushen. Und vor allem auch nicht so leicht, erstmal einen Pick gegen die zu kriegen. Aber wie es so kommt, hat ein Gegner Bockmist gebaut. Er kam zu weit nach vorne und hat sich eine Granate gefangen, während er mir eine Granate reindrücken wollte. Und da hatten wir einen Pick. Und seine Leiche liegt praktisch direkt hier vor unserer Haustür. Eine sehr schlechte Situation für seine anderen beiden Teammates. Die sehen sich jetzt mit zwei sehr suboptimalen Optionen konfrontiert. Sie können nämlich zum einen die Runde im 2 gegen 3 weiterspielen und damit in Unterzahl und haben dadurch einen massiven Nachteil. Oder sie probieren irgendwie ihren Teammate, der dort sehr ungünstig liegt, wiederzubeleben. Sie haben sich für Letzteres entschieden und zwar mit einer Taktik, die ich persönlich auch gelegentlich anwende und die ich daher kenne. Sie haben nämlich hier super aktiviert in der Hoffnung, dass das Gegnerteam dann Angst bekommt, also in diesem Fall, dass wir Angst bekommen. Und dann entsprechend sie nicht challengen, während sie in Ruhe wiederbeleben und dann mit ihrem Sturm weiter pushen. Da kommt er schon, ihr hört ihn ziemlich lautstark sich porten. Er probiert nicht mal mich anzugreifen, de facto ist er viel zu sehr damit beschäftigt, wiederzubeleben. In den meisten Fällen funktioniert dieser Bluff aber, eben weil sehr viele Spieler die Assoziation immer noch drin haben, dass wenn der Sturm ankommt, dass ihr ganzes Team dem Untergang geweiht ist, wenn sie zum Gegenangriff übergehen. Und daher werden sie tendenziell das ganz sicher nicht tun, sondern stattdessen lieber abhauen. Hier kommt die ganze Situation jetzt vom Prinzip nochmal analog, nur dass ich es diesmal bin, der wiederbelebt. Und dass ich diesmal einen Hammer einsetze und kein Sturm dort beteiligt ist. Obwohl es 1 gegen 3 steht und sie jeden Vorteil auf ihrer Seite haben, fällt bei der Aktivierung des Hammers sofort das Zögern des Gegnerteams auf. Deren Hammer, um zu kontern, kommt leider viel zu spät. Der Revive ist schon durch und die Gegner sind dann entsprechend auch schon schnell tot. Und so haben sie eine an sich sichere Runde mit allen Vorteilen auf ihrer Seite komplett verschwendet. Revives sind aber nicht das einzige, wofür sich diese Methode gut eignet. Außerdem kann man es bei der schweren Munition einsetzen, um einen Großteil der feindlichen Spieler von der schweren Munition fernzuhalten. Wenn es dann einer schafft, die Munition zu picken, ist er auch relativ leicht und schnell erledigt mit der Rest-Super-Energie, die man vom Hammer noch hat. Es ist also immer die Frage, ob der Hammer zu einer tatsächlichen Offensive genutzt wird oder ob eine Nebenabsicht der Offensive ist, dass das Gegnerteam sich zurückzieht und man damit den Weg für das eigene Team frei macht oder entsprechend halt für Revives des eigenen Teams, wenn man denn auf Revive geht. Besonders belastend und angsteinflößend kann auch die Aktivierung des Supers in der letzten Runde eines Trials-Matches sein. Denn dann kündigt sich mit dem charakteristischen Klong oder eben auch dem Zischen des Sturms schon mal der Niederlagenpunkt auf dem Prüfungsticket an und das bricht jeden offensiven Kampfgeist und den Willen zum Comeback des Gegnerteams vollkommen. Ja, die haben dann ganz viel Spaß, wenn sie das hören. Meine persönliche Empfehlung an euch ist, um eben solche Momente der Schockstarre zu vermeiden, wenn ein gegnerischer Hammer oder Sturm aufmarschiert, dass ihr euch schon vor Beginn der Runde anguckt, welche Supers euer Gegnerteam denn so zur Verfügung hat und dass ihr dann schon frühzeitig entsprechend einen Konter plant für die Situation, dass dieses Super aufmarschiert und euch damit angreifen will. Noch dazu solltet ihr, wie gesagt, was ich in diesem Video ja auch schon gezeigt habe,
probieren abzuwägen, in welchen Momenten ein Gegnerteam eine tatsächliche Offensive mit einem Super plant oder in welchen es eher ein taktisches Werkzeug ist, um ein bestimmtes anderes Ziel mit zu vervollständigen, wie beispielsweise das Schützen der schweren Munition oder das Wiederbeleben eines Teammates. Hält man einen Bogen, eine Chaosfaust oder eine Nova als Shutdown-Konter-Super bereit, wirken Sturm, Blade, Hammer und Co. gleich etwas weniger angsteinflößend. Wobei selbst das natürlich keine Garantie ist, dass das Roaming Super nicht vorher einiges an Schaden anrichten kann. In Wiederholung habt ihr in diesem Video gelernt, den Angstfaktor Super zu verstehen und wie man ihn vielleicht erkennt oder auch selber aktiv gegen das Gegnerteam einsetzen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.